Jetzt Kontrarunde. Als erste bitte ich auf die Bühne Anne Seeg, die sich erfreulicherweise bereit erklärt hat. Anne Seeg ist Aktivistin seit, korrigieren Sie mich, 2003 oder 2002 sind Sie aktiv politisch? 97, noch länger. Und sie hat sich bereit erklärt und wir haben uns sehr darüber gefreut. Heute einfach, wir sind schon in der Diskussion drin, aber sie kann es jetzt nochmal zusammenfassen. Was bedeutet das, der Alltag als Tafelnutzerin aus kritischer Sicht? Ich freue mich sehr, dass Anne Seeg heute hier bei uns ist und uns jetzt ihre Sicht auf die Tafel schildern wird. Ja, ich habe einen Beitrag vorbereitet. Armut ist objektiv sehr gut aufgearbeitet. Ich soll hier die subjektive Seite der Armut darlegen. Ich bin Hartz-IV-Bezieherin. Der Regelsatz beträgt 382 Euro. Mir reicht das Geld vorn und hinten nicht, weil ich zum Beispiel auch kulturelle Ansprüche, also zum Beispiel an Bildung habe. Ich leiste mir dann auch mal einen Volkshochschulkurs, einen Kinobesuch oder Bücher. Zum Ausgleich gehe ich zur Tafel. Und das kostet mich ganz schön Überwindung. Ich kenne zwei Lebensmittelausgaben in Neukölln, die ich seit Jahren mehr oder weniger regelmäßig besuche. Vor ein paar Jahren waren es an einem Tag in der Fulda-Straße fast 200 Tafelnutzer, sodass es lange Wartezeiten gab. Da der Andrang nicht mehr bewältigt werden konnte, wurde die Menge durch ein kompliziertes Nummernsystem aufgesplittet, sodass man nur noch 14-tägig Lebensmittel abholen konnte. Jetzt bin ich in der Karl-Marx-Straße. Da sind es, Donnerstag waren es über 100 Tafelnutzer, also man kann sich auch die langen Schlangen vorstellen. Man muss mit mindestens 2 Stunden Wartezeit rechnen, manche stehen aber schon dermaßen früh da, dass sie viel länger warten. Um 12 Uhr wird dann mit der Nummernvergabe begonnen, also man ist sozusagen eine Nummer. Ab 13 Uhr beginnt die Ausgabe. Dafür muss man 1 Euro bezahlen. Die Lebensmittel werden zugeteilt. Also man muss sich das so vorstellen, man steht dann mit dem Beutel sozusagen da und sagt dann immer ja, ja, möchte ich. Und irgendwie, also die Haltung ist schon demütigend genug. Und manchmal geht man nach langem Warten mit einem kleinen Beutel wieder nach Hause. Dann lohnt sich das Gewarte überhaupt nicht. In der Fulda-Straße gab es mehr an Quantität. Dafür war die Qualität oft miserabel. Das heißt, einiges konnte man gleich wegschmeißen. Man ist sozusagen der Mülleimer der Überproduktion. Das Schlimmste ist das Schlangestehen an der Straße. Das ist Entwürdigung wie auf den Ämtern. Da wird man schon mal merkwürdig angeschaut. Ich glaube aber eher, dass die Vorbeifahrenden und Gehenden Angst haben, dort auch mal dastehen zu müssen. Man ist sozusagen das Drohpotenzial. Jedes halbe Jahr gibt es eine Bedürftigkeitsprüfung. Das heißt, die Leute müssen Bescheide vorlegen. Hartz-IV-Bescheide, Rentenbescheide, Grundsicherungsbescheide und so weiter. Ich frage mich, was ist mit jenen, die keine Papiere haben, zum Beispiel Obdachlose und Illegale. Und dann wird man genauestens registriert, in mehrere Listen mit Adresse eingetragen. In der Karl-Marx-Straße bekommt man dann eine gelbe Karte, wo jeder Termin abgestempelt wird. Also die gelbe Karte kann ich nachher nochmal zeigen. Wer sind nun die Nutzer? Dort sind Familien mit Kindern, Alleinerziehende, Rentnerinnen, Jugendliche, also jung bis alt, Migrantinnen und vor allen Dingen habe ich den Eindruck, viele Kranke. Also das hatten wir schon, auch viele Rollstuhlfahrer. Armut macht krank, beziehungsweise Krankheit macht arm. Sie alle sind Almosenempfänger. Mit den Helfern ist es dann sehr unterschiedlich, so wie die Menschen eben sind. In der Lebensmittelausgabe in der Fulda-Straße kam es mir zum Teil eher autoritär vor. Da gab es am Beginn oftmals eine Belehrung, wie man sich zu verhalten habe, wie in der Schule. Da standen Helfer dann nicht nur mit Handschuhen, sondern auch mit Mundschutz da. Ekel vor den Kunden oder was? In der Karl-Marx-Straße habe ich auch schon im Befehlston gehört, stehen bleiben. Aber es gibt auch sehr nette Helfer, die sich wirklich bemühen. Für die Almosen wird dann allerdings auch Dankbarkeit erwartet. Die Tafeln wären erfolgreich, wenn sie sich selbst abschaffen würden. Aber solange diese Verhältnisse so sind, können sie nicht abgeschafft werden. Jedoch könnten die Tafeln die Menschen politisieren und mobilisieren, zum Beispiel für die Erhöhung des Regelsatzes und Umverteilung. Die unteren, nur ein kurzer Satz aus dem 4. Armuts- und Reichtumsbericht, die unteren 50% der Bevölkerung besitzen 1% des Vermögens. Es gibt derzeit mehr als 900 Tafeln, mit 1,5 Millionen Menschen, die das nutzen.
Wenn diese gemeinsam mit den Helferinnen gegen die enorme soziale Spaltung der Gesellschaft aufbegehren würden, wäre das schon was. Herzlichen Dank, Anne Sieg. Ja, ich danke Ihnen wirklich sehr. Ich bin jetzt gerade beeindruckt von der Substanz und von der Fülle der Demütigung, die Sie dargestellt haben. Ich bitte jetzt auf die Bühne einen, für den es hauptamtlich zur Arbeit gehört, eigentlich für uns alle als Politiker gegen Demütigung anzukämpfen und der sich auch für eine Partei entschieden hat, und kann man dazu stehen, wie er will, aber die sich die Armut und die Menschen, die gegen Armut kämpfen, zum großen Anliegen gemacht haben. Ich bitte jetzt auf die Bühne Matthias Birkwald, Mitglied des Bundestages der Linken, der sich auch sehr intensiv mit Armut im Alter beschäftigt hat und vor allen Dingen aber in seinem Alltag ständig damit konfrontiert ist, mit der Schere, die auseinandergeht und die das produziert, was Anne Sieg uns gerade hier vorgestellt hat. Ja, schönen guten Abend allerseits. Ich konnte nicht wissen, wie sich der heutige Tag im Bundestag gestalten werden würde, und wir hatten den Termin heute Abend ja schon vor einiger Zeit ausgemacht. Heute Morgen um 8 gab es eine Sondersitzung des Ausschusses für Arbeit und Soziales, dessen Mitglied ich bin, und da wurden wir von der Ministerin informiert, wie gut denn das Bildungs- und Teilhabepaket angeblich funktioniert. Ihr Staatssekretär hatte am Mittwoch völlig gekniffen und uns nichts erzählt. Seit heute Morgen wissen wir warum. Es funktioniert nämlich nicht. Es ist ein bürokratisches Monster, und bei einem Großteil der Kinder in Armut kommt nichts davon an. Das war der Morgen. Dann hatten wir heute, und deswegen bin ich sehr froh, dass es auch schon in dem sehr eindrucksvollen Beitrag von Frau Sieg erwähnt worden ist, hatten wir heute im Bundestag eine Debatte im Plenum über den 4. Armuts- und Reichtumsbericht. Und das Zitat, was Anne Sieg eben gebracht hat, habe ich in meiner Rede auch genannt. Und eingestiegen bin ich, hier vorne war eben eine Schauspielerin, mit dem Beispiel von Eleonore Weisgerber, einer Schauspielerin, die gestern Abend auch im ZDF zu sehen war, die nach 45 Jahren 887 Euro Rente kriegt. 45 Jahre Arbeit, 887 Euro Rente. Wenn man dann noch darauf hinweist, dass seit diese Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren Job macht, die Armut deutlich zugenommen hat in diesem Land. Wir haben 2,5 Millionen arme Menschen mehr als zum Amtsantritt 2005. Dann erntet man von den Regierungsparteien Kopfschütteln und Hohn, und die erzählen einem wirklich genau das Gegenteil und lügen das Blaue vom Himmel herunter. Ich kann allen nur empfehlen, sich das mal im Computer oder im Plenarprotokoll anzuschauen. Also, um jetzt auch das Politische zu machen, weil hier haben wir ja eben vieles Eindrucksvolles gehört. Als erstes möchte ich was zu meinem Verhältnis zu den Tafeln sagen. Ich persönlich kann sehr gut nachvollziehen, wenn Menschen Empathie empfinden und wenn Menschen solidarisch sein wollen und dem auch praktischen Ausdruck verleihen möchten. Weil sie sich sagen, ich kann in dieser Situation die Strukturen nicht ändern, ich möchte aber was tun, ich möchte Menschen, die in Armut geraten sind, helfen. Das kann ich verstehen, und davor habe ich auch Respekt. Das nimmt aber dem Ganzen überhaupt nichts. Denn ich möchte, und dafür steht auch meine Partei, das ist eben richtig gesagt worden, wir wollen eine Gesellschaft, in der es Tafeln gar nicht geben muss. Und deswegen müssen wir Armut bekämpfen, und dazu muss man, und das muss man ganz deutlich sagen, den Reichtum begrenzen und eine völlig andere Politik machen. Diese andere Politik kann und darf sich nicht auf Sozialpolitik alleine beschränken. Das muss man auch deutlich sagen. Wenn wir an diesen Verhältnissen etwas ändern wollen, dann brauchen wir eine andere Arbeitsmarkt, eine andere Wirtschafts-, eine andere Lohnpolitik, die erstmal dafür sorgt, dass Menschen überhaupt von ihrer Hände und Köpfe Arbeit leben können. Denn das muss man ja auch sagen, immer mehr Menschen mit
akademische Ausbildung und mit guten Facharbeiter- und Facharbeiterinnen-Ausbildung landen in der Armut schon heute. Das gilt für die meisten Menschen, die in der Leiharbeit sind. Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter erhalten 30-50% weniger Lohn als die Stammbelegschaften beispielsweise. Das sind diejenigen, wir haben das Beispiel eben gehört, Menschen mit Behinderungen, die werden da extrem diskriminiert. Diejenigen, die unfreiwillig in Teilzeit arbeiten und viele andere. Okay, können wir, das stimmt. Und können wir jetzt nochmal gucken, damit wir den Faden, damit wir zurückkommen zur Tafel und den Leuten, die Tafel jetzt im Moment brauchen sie sie? Und was wäre Ihr Vorschlag, wie kann die jetzige Situation ganz konkret an diesem Beispiel von Sozialpolitik, was könnte da verbessert werden? Ja, also deswegen sage ich ja. Wir wollen, da gab es ja mehrfach jetzt heute schon Beifall für, und ich bin übrigens sehr froh, dass auch in der Pro-Runde jemand mehrere gesagt haben, wir wollen eigentlich, dass es in einigen Jahren die Tafel nicht mehr gibt. Genauer muss man formulieren, dass es sie nicht mehr geben muss. Wir wollen ja die Zustände, die gesellschaftlichen Verhältnisse so verändern, dass es überhaupt keinen Bedarf mehr an Tafeln gibt, weil alle Menschen in der Lage sind, menschenwürdig leben zu können, sowohl was Wohnverhältnisse angeht, was Nahrung angeht, was Kleidung angeht, aber auch, und das ist mir sehr wichtig, was soziale Bedürfnisse und kulturelle Teilhabe angeht. Und deswegen muss man auf all diesen Feldern jeweils die einzelnen kleinen Schritte in der richtigen Politik machen, aber das ist eben, glaube ich, schon gesagt worden, mit dem großen Bild. Und das Bild und das Leitmotiv heißt für mich, Lutz Bohn hatte es vorhin, glaube ich, schon erwähnt, Artikel 1 des Grundgesetzes, da steht drin, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht drin, die Würde des Leistungsfähigen ist unantastbar. Da steht nicht drin, die Würde des Gebildeten ist unantastbar. Da steht auch nicht drin, die Würde des Deutschen ist unantastbar. Da steht schlicht drin, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das heißt, es sind alle gemeint. Daran muss sich Politik orientieren, und die Verfassungswirklichkeit heute hat mit dem, was in der Verfassung geschrieben steht, derzeit wenig zu tun. Deswegen habe ich es ja eben angedeutet. Wir brauchen als erstes, wir brauchen für Menschen gute Arbeit. Dazu gehören auch entsprechende Löhne. Deswegen brauchen wir einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Nicht nur Branchenmindestlöhne, die müssen überall gleich sein, in Ost und West für Männer und Frauen gelten. Und wir sagen, der muss heute mindestens bei 10 Euro liegen. Nach Rechnungen, die mir vorliegen, müsste er schon bei 11,31 liegen. Aber das ist das Minimum, mit 10 Euro einsteigen. Wir brauchen statt Hartz IV. Hartz IV ist und bleibt ein Armutsgesetz. Und auch wenn die Tafeln in den 90er Jahren begonnen haben, die Verschärfung der Armut in dieser Republik hat stattgefunden seit dem 14. März 2003, seit Kanzler Schröder seine unsägliche Hartz IV und Agenda 2010 Rede gehalten hat. Und deswegen müssen wir anstelle von Hartz IV eine sanktionsfreie und repressionsfreie soziale Mindestsicherung setzen. Das ist mir erstmal als allererstes wichtig. Sanktionsfrei und repressionsfrei. Denn da wird die Würde mit Füßen getreten. Wenn sich Menschen ausziehen müssen bis auf den letzten Cent, wenn sie alles angeben müssen, wenn sie gegängelt werden, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und die materielle Seite, in einem ersten Schritt muss dieser völlig verfassungswidrig zusammengestoppelte, ich habe das im Ausschuss miterlebt, mir kommen da manchmal die Tränen, die Wut, also alles Mögliche, muss dieser Regelsatz, der viel zu niedrig ist, in einem ersten Schritt sofort auf 500 Euro plus Heizung, plus Miete, plus Wohnung, plus Wasser angehoben werden, und in einem weiteren Schritt, das ist die, selbstverständlich, ist die Forderung meiner Partei von 1050 Euro Mindestsicherung. Und das komme ich jetzt zum Schluss darauf, weil ich mich mit Rentenpolitik und mit Altersarmut intensiv beschäftige. Wir werden erleben, und deswegen bin ich auch sehr dankbar für den Protest eben, wir werden erleben, dass Menschen mit guten Ausbildungen, dass Menschen mit Fachhochschulabschluss, mit Universitätsabschluss, Facharbeiterinnen und Facharbeiter, Menschen, die durchschnittlich verdienen, in den kommenden Jahren, spätestens ab dem Jahr 2030, 2031, massenhaft in der Altersarmut landen werden, wenn die Gesetze so bleiben, wie sie heute schon sind. Das steht alles schon im Gesetz drin. Das Rentenniveau ist im freien Fall und wird auf bis zu 43% abgesenkt werden. Zum Vergleich, heute sind es noch
1949 knapp und im Jahr 2000 waren es mal 53, als der ganze Unsinn mit der Agenda 2010 anfing. Und deswegen brauchen wir eine solidarische Mindestrente und die soll nach unserem Konzept bei 900 Euro beginnen und sehr schnell auf 1050 Euro netto angehoben werden. Gesagt, in den Bogen zu schlagen zur anderen Runde, Ihr Wort in Gottes Ohr. Also das wäre sehr schön, das sind klare Forderungen, hohe Forderungen, würden jetzt einige sagen, die sagen, oh, der Sozialstaat können wir schon jetzt nicht mehr überhaupt finanzieren. Die Forderungen sind klar. Ich bitte jetzt auf die Bühne Stefan Selke, Sie waren der Hauptmotor oder ein großer Motor für dieses Aktionsbündnis. Sie sind Professor in Furtwangen. Und Sie haben den Tafelmonitor ins Leben gerufen und sind nun seit einigen Jahren damit beschäftigt, wirklich in die Tiefe zu gucken, was passiert mit dieser Tafelinstitution, wie verändert sie sich, wer nutzt sie, wie wird sie politisch benutzt. Und Sie haben jetzt gerade ein Buch rausgebracht, Schamland, die Armut mitten unter uns. Stefan Selke, herzlichen Dank, dass Sie all das umgeben. Also nur zur Richtigstellung, es waren natürlich viele andere beteiligt an der Gründung des kritischen Aktionsbündnisses 20 Jahre Tafel. Ich will euch alle Namen jetzt gar nicht nennen. Aber Sie haben es ja im Prinzip schon selbst gesagt, Tafelinstitution. Darin liegt ja schon das Geheimnis. Und ich habe von Sabine Werth gelernt, dass man auch mal sauer sein darf. Und da fange ich jetzt auch gleich damit an, dass ich richtig sauer bin. Als ich bei Herrn Junglas gehört habe, wir wollen eine kleinteilige Hilfe sein. Ich habe es mitgeschrieben, eine absolute Notlage. Das ist genau das Gegenteil von dem, ist inzwischen eingetreten. Das heißt, die Tafeln und auch die Wohlfahrtsverbände, die Träger sind von Tafeln, möchten gebraucht werden. Und dieses gebraucht werden wollen führt zu den drei E's, eine Eigendynamik, eine Eigenlogik und auch Eigenlob. Das ist der Zustand, den wir jetzt nach 20 Jahren haben. Also mir geht es jetzt nicht so sehr um die interne Bespiegelung von Tafeln, die Lupe, ob die Lebensmittel gut sind oder ob man auf der Straße wartet. Das sind alles Dinge, die auch diskutiert werden müssen. Aber mir geht es um die Frage einer Gesellschaft, die Tafeln seit 20 Jahren hofiert, institutionalisiert und das ist der springende Punkt, wir betreiben hier ja keine Tafelkritik, sondern wir betreiben Tafelkritik als Gesellschaftskritik. Der Punkt ist der, dass das Soziale seit, Sie haben es ja deutlich gesagt, Agenda 2010 einseitig als Kostenfaktor gesehen wird. Und es wird überhaupt gar nicht mehr das Soziale betrachtet als ein Vorteilsfaktor, so möchte ich es mal nennen, dass das auch Sicherheit schafft für Menschen, dass das zufriedene Bürger schafft, Bürger, die Lust haben auf Demokratie und so weiter, sondern es ist einseitig ein Kostenfaktor. Das ist erstmal die Grunddiagnose und es ist Gesellschaftskritik. Ja? Und innerhalb dieser Grunddiagnose gibt es Agenturen, die Lücken füllen und die Tafeln sind die prominenteste dieser Agentur. Deswegen haben wir sie uns ausgesucht, auch jetzt in diesem, in Anführungsstrichen, Jubiläumsjahr, wo wir gesagt haben, das ist kein Grund zum Feiern und wir wollen damit eine politische Debatte darüber anstoßen, ob dieses System vielleicht auch argumentativ im freien Fall ist. Also wenn ich nur mal ein sehr tagesaktuelles Beispiel dazu bringen darf. Die Tafeln haben sich ja entwickelt, das haben wir gehört mehrfach. Und eine aktuelle Legitimationsstrategie der Tafeln ist, sich als eine ökologische Bewegung zu stilisieren. Das führt dazu, dass der Bundesvorsitzende Gerd Häuser gesagt hat in einem Interview in der Zeitschrift Enorm, bei uns bekommen die Menschen keine Almosen, sondern sie tun etwas für den Klima- und Umweltschutz. Und dafür, diese gesellschaftliche Leistung sollten wir anerkennen. Das heißt, die Armen sind nicht nur arm, sondern sie sind jetzt auch sozusagen die es ist ein CO2-Ablasshandel für das für die reiche Bürgerschaft, die noch konsumieren kann. Das ist ja, bitte tu das, aber ich muss es auch sagen, weil es natürlich verdeutlicht, dass eine Organisation hier herangewachsen ist, die verschiedene Etappen durchlaufen hat und die immer wieder bei jeder neuen Etappe nach neuen Legitimationsargumenten sucht. Und eine dieser Legitimationsargumente ist eben dann das Nachhaltigkeitsargument oder das ökologische Argument. Und wir haben heute Nachmittag gesehen, dass man noch so viele Lebensmittel verteilen kann von A nach B. Und das haben die Tafeln vor allen Dingen geleistet, sozusagen ein Logistikunternehmen zu werden, in einer Dauersynchronisation mit Industriepartnern,
die man alle sehr schön in der aktuellen Feedback-Ausgabe, also der Mitgliedszeitschrift des Bundesverbandes, nachlesen kann. Dort sind Sie ja alle und bewerben die gesellschaftliche Verantwortung. In dieser Dauersynchronisation haben die Tafeln sehr gut gelernt, eine Logik, die Eigenlogik zu kultivieren, nämlich zu wachsen. Und das ist genau der springende Punkt, finde ich. Das ist die Eigendynamik, von der ich sprach. Die Eigenlogik heißt, wenn ein Unternehmen da ist oder eine Organisation da ist, dann bietet sie immer mehr Produkte an, dann geht sie in die Fläche, sie sucht neue Zielgruppen, Senioren, Kinder und so weiter. Es gibt mobile Tafeln mittlerweile, die aufs Land fahren. Und damit sind wir dann wieder auch bei dem Punkt, wo wir von der Tafelkritik zur Gesellschaftskritik den Bogen schlagen können. Ich forsche auch in ganz anderen Bereichen, zum Beispiel im Bereich Pflege der Zukunft, Pflege im ländlichen Raum. Und da haben wir auch die Situation, dass ganz viele, zum Beispiel Caritas und Diakonie, die Ehrenamtlichen als Allheilformel entdeckt haben. Wir alle wissen, Pflege ist nicht mehr bezahlbar und es gibt jetzt zwei Ideen, auf die man sich stützt. Das eine ist Technik. Die Technik soll das jetzt machen, das spielt jetzt hier bei dem Tafelthema keine Rolle. Und das andere ist das freiwillige Engagement, das motiviert werden muss, aktiviert werden muss. Und das hat eigentlich gar nichts mit Tafeln zu tun. Tafeln sind nur ein Beispiel von vielen Beispielen, wo wir in den letzten Jahren nachweisen können, das kann man in vielen EU-Strategiepapieren sehr schön sehen, wie Top-Down-Aktivierungsstrategien entwickelt wurden, um diese Ressource zu quantifizieren, also die Äquivalenzleistung von ehrenamtlich geleisteter Arbeit als Standortfaktor, als Äquivalenz zum Bruttoinlandsprodukt und gleichzeitig auch Strategien der Aktivierung von freiliegendem Potenzial, freiwilliges Engagement und letztendlich auch, das kann man nachlesen in EU-Papieren, die gleichlautende positive Berichterstattung. Für all diese Mechanismen, Aktivierung, gleichlautende positive Berichterstattung, Lobstrategien von Bürgern, sind die Tafeln ein Paradebeispiel und sie haben sich in den letzten 20 Jahren als so ein Paradebeispiel, als Platzhalter für eine Debatte ins Gespräch gebracht und deswegen haben wir sie hier auch in den Mittelpunkt gestellt. Aber nochmal, das eigentliche Problem ist, dass wir das Soziale einseitig als Kostenfaktor betrachten in unserer Gesellschaft. Das ist ein kultureller Wandel, das hat dramatische, katastrophale Folgen und das führt eben dazu, dass politisch Verantwortliche ganz oft nach Möglichkeiten suchen. Das fängt schon bei Kommunen an, wo die Bürgermeister ganz heiß darauf sind, Tafeln zu gründen, die Verantwortung und letztendlich auch die Kosten in private Systeme zu delegieren. Herzlichen Dank, Stefan Helfer. Ihre Zeit aus dem Publikum, Fragen, Kommentare zu unseren Gästen. Ja, kann man mich verstehen, ja. Also ich komme aus Chemnitz und ich wollte einfach mal so ein bisschen erzählen, wie das bei uns bei der Tafel oder jetzt so geht oder beziehungsweise wie ich das miterlebt habe. Bei uns ist das so, dass die Menschen immer erstmal ja draußen stehen bleiben, obwohl drinnen total viel Platz ist, aber die müssen erstmal draußen stehen, um überhaupt da ranzukommen. Und bei uns ist es so, dass die Menschen... Sagen Sie nochmal, wo genau? Aus Chemnitz. Ja. Und bei uns ist es so, dass die Menschen alle ziemliche Angst haben und die reden nicht miteinander und die sind da alle mir sehr verschüchtert und ich war da mal eine ganze Zeit und da ist mir zum Beispiel negativ aufgefallen, dass da zum Beispiel von RTL und Sat.1 von diesen Produktionsfirmen zum Beispiel Darstellung von Scripted Realities da aussuchen und da frage ich mich, wie kann das bei einer dafür auslegen, das ist doch eigentlich totaler Schwachsinn, dass die dafür da noch mithilft, dass diese hier Center Menschen finden, die sie dann öffentlich bloßstellen können. Und man bekommt da... Das ist ein wichtiger Hinweis. Ja. Ja. Ich denke, das wird auch hier zur Kenntnis genommen. Hm. Und dann wird man sehen, ob man das nicht vielleicht auch wirklich ändern kann. Und man bekommt da nur schlechtes Essen und ich frage mich... Was heißt schlechtes Essen? Ja, also dass es vergammelt ist, dass die Konserven weit über ein MAT sind und das ist einfach, also ich habe das als Müll empfunden und das habe ich so gesagt und
Die Folge davon war, dass ich dann dort Hausverbot bekommen habe, weil ich etwas dagegen gesagt habe, weil ich mich nicht dankbar gezeigt habe. Und ich fand das einfach so unglaublich demütigend. Und ja, mich würde einfach mal interessieren, wie man das da eigentlich überhaupt, also wie die Verantwortlichen das überhaupt noch schönreden können. Also was bei uns abgeht, das ist alles andere als sozial. Es ist für mich schon faschistisch. Herzlichen Dank. Ich denke mal, da wird aus den verschiedenen Anwesenden, die sich da darum kümmern, da wird man sehen, was da in Chemnitz los ist. Vielen Dank, dass Sie das so öffentlich gesagt haben. So, hier waren jetzt, glaube ich, zwei Meldungen. Dankeschön. Ich bin seit vielen Jahren ehrenamtlich im Deutschen Frauenrat tätig. Wir haben uns diesem Aktionsbündnis angeschlossen. Und da will ich auch, weil in der ersten Runde kam das raus, dass nichts getan wird mit politischen Forderungen. Wir haben uns bewusst angeschlossen, weil diese Forderungen in dem Aktionsbündnis so politisch sind. Sie haben mehrfach den Armuts- und Reichtumsbericht erwähnt, was uns besonders schockiert hat. Und wir haben eine Stellungnahme auch dazu abgegeben und an alle Fraktionen geschickt. War, dass im ursprünglichen Entwurf drin stand, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht. Und auf Betreiben des Wirtschaftsministers ist diese Formulierung aus dem Bericht gestrichen worden. Das ist ein solcher Skandal, weil wir alle wissen, dass es auseinandergeht. Eine zweite Bemerkung auch noch zur ersten Runde. Ich finde nicht, dass man in Deutschland noch von einem Sozialstaat sprechen kann. Also, Ebene. Frau Stork hat das auch gesagt. Ich bin Geschäftsführerin in einer Beschäftigungsgesellschaft und arbeite mit Menschen, die ALK II empfangen. Ich vermeide persönlich den Begriff Hartz IV, weil ich finde, der blöde Hartz hat es nicht verdient, dass man ihn ständig zitiert. Es ist eine wirkliche Demütigung und die Behandlung von Menschen, die Arbeitslosengeld II empfangen, ist ähnlich wahrscheinlich wie bei den Tafeln. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, ich will jetzt hier nicht eine große Rede über die Krise halten, aber dass wir in einer Zeit leben, wo die Ökonomie immer mehr in den Mittelpunkt rückt. Und da sehe ich auch, Professor Selke, Sie haben das angeschnitten, die Verbindung zu Europa. In Europa gibt es das erklärte Ziel, Europa zur wirtschaftlich dynamischsten Region in der Welt zu machen. Und dem wird alles andere untergeordnet. Und ich hatte Gelegenheit im vergangenen Jahr an einer sogenannten Konvention gegen Armut teilzunehmen in Brüssel, die von der Kommission organisiert wurde. Da wurde das Ziel verkündet, dass bis zum Jahre 2020 die Zahl der Armutslosen in Europa von 80 Millionen um 20 Millionen auf 60 Millionen reduziert wird. Und ich muss mal ehrlich sagen, auch ein Mensch, der an der Armutsgrenze lebt, ist für mich zu viel. Und ich kann mich nicht damit brüsten, jetzt schaffe ich 20 Millionen ab, dann habe ich immer noch 60 Millionen Arbeitslose. Und ich glaube, diesen Aspekt, das sozial spielt überhaupt keine Rolle mehr. Es wird alles an der Ökonomie ausgerichtet, es muss alles Leistungen bringen. Und ich glaube, dagegen müssen wir was machen. Ich persönlich bin überzeugt, dass solche Bündnisse, wir sind öfter auch auf anderen Gebieten Bündnisse eingegangen, dass die was bringen, weil ein Einzelner, der kämpft, der kann nicht so viel erreichen. Aber wenn wir uns alle zusammenschließen, dann können wir schon was erreichen. Das ist ein gutes Wort und das ist ja auch hier passiert. Ich würde jetzt vorschlagen, weil wir haben gleich noch eine Publikumsrunde, weil es jetzt schon, ich habe gerade auf die Uhr geguckt, und wenn meine Uhr stimmt, dann ist es schon 20 vor 10. Habe ich richtig geguckt? Nein, halb neun. Halb neun. Das heißt aber, wir sind trotzdem schon, sind wir anderthalb Stunden dabei. Wir haben noch eine Runde. Sollen wir machen? Wir überlegen gerade, sollen wir vor der dritten Runde ein bisschen Pause machen, weil das war jetzt sehr dicht und wir haben gleich noch, Professor Altvater. Ja, Moment, gleich. Wir machen nur das Gesamte, damit wir klar sind hier von der Grundatmosphäre. Wir haben noch Professor Altvater, wir haben noch Leopold Seiler aus Österreich, der sehr interessante Vorschläge hat. Perspektiven ist die Runde, die wir haben. Dann würde ich vor, machen jetzt, Jochen Selke antwortet noch, Sie wollten jetzt direkt das machen. Und dann, Stefan, mit Namen habe ich überhaupt nicht, das ist wahr. Habe ich nicht so. Eigentlich ja, ne? Stefan Selke. Dann machen Sie noch ein Statement und dann machen wir eine Pause. Ja, wir wollen, glaube ich, alle ein Statement machen und wenn wir jetzt schon überziehen, dann wenigstens gerecht. Die erste Runde war ja auch sehr lang. Ja. Gerechtigkeit ist ja so ein Problem, das hat ja sehr viel mit Tafeln zu tun. Ich möchte das mit. Das Statement mit Hartz IV aufnehmen. Hartz IV ist
glaube ich, eine Formel, die wie keine andere nach dem Zweiten Weltkrieg können wir. Entschuldigung. Ja, aber das wird nicht schneller, wenn wir jetzt ständig. Also was ich sagen wollte ist, kein anderer Begriff hat nach dem Zweiten Weltkrieg schlagartig eine ganze Schicht der Bevölkerung stigmatisiert wie Hartz IV. Das ist, glaube ich, allein schon ein Skandal. Und wenn man jetzt mal das Ganze weiterspinnt, kann man daran sehen, dass es in der Gesellschaft nicht nur reale Orte gibt, sondern auch symbolische Orte, das möchte ich sagen. Die Tafeln werden ganz oft als reale Orte diskutiert. Wie läuft es da ab? Ist das Essen gut? Ist das schlecht? Und so weiter. Die Tafeln sind reale Orte unterschiedlicher Qualität. Wir haben es jetzt gerade gehört in Chemnitz und es gibt Tafeln, da läuft alles super. Interessanterweise sind immer die Tafeln, die gerade da sind bei einer Diskussion, diejenigen, wo alles ganz super läuft. Das ist ein Geheimnis, das möchte ich auch mal ergründen. Aber die Tafeln sind auch ein symbolischer Ort in unserer Gesellschaft geworden. Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, für die sind die Tafeln die Metapher des eigenen sozialen Abstiegs geworden. Sie sind der Spiegel, in den die Menschen gucken müssen. Und das ist eine subjektive Armutserfahrung, davon haben wir auch heute schon gesprochen. Das lässt sich auch nicht ausreden durch Ehrenamtliche, die nett sind und weglächeln. Die Tafeln sind ein symbolischer Ort, eine Metapher. Und die sind immer mit dem Fragezeichen verbunden, was habe ich falsch gemacht, wo habe ich versagt. Das ist die neue Frage im Land. Die Armut wird individualisiert und stellt sich als Schuldfrage individuell. Und das gesellschaftskritische Impuls daran ist, dass Armut ja strukturell erzeugt wird, ja, gesellschaftlich erzeugt wird. Das haben wir auch in mehreren Kommentaren schon gehört. Deswegen wollte ich nur noch mal darauf hinweisen, dass eben die Tafeln sowohl ein realer als auch ein symbolischer Ort sind. Die Ökonomisierung und die Effizienz, die gibt es ja auch innerhalb der Tafelbewegung und das ist genau das Problematische. Wenn Tafeln jetzt anfangen, wir müssen aufpassen, die Menschenwürde zu achten und so weiter, wir müssen unsere Mitarbeiter schulen, wir müssen unsere Logistik besser machen, dann machen sie nichts anderes, als die ganzen Effizienz- und Ökonomiekriterien aus der Wirtschaft in dieses Tafelsystem hinein zu transportieren, plus den Wachstum des Systems. Und das führt eigentlich genau zu dem Dauerzustand, den wir kritisieren, weil da ist es dann irgendwann mal völlig unmöglich, aus den geschaffenen Verhältnissen und Interessen auszusteigen. Aber da muss ich jetzt mal kurz zurückfragen, das kann ja, das stimmt, ne? Aber ehrlich gesagt, das ist jetzt Soziologie und Philosophie, ich komme auch selber aus der Philosophie, das ist absolut richtig, aber wir kommen ja in einen Fauxpas, in eine absolute Sackgasse, wenn die Tafeln sich nicht all diese Fragen stellen und wenn sie nicht menschenwürdiger arbeiten, dann haben wir viel mehr Drama und Dilemma, als wir uns wünschen können. Das heißt, aus dieser, das wollte ich einfach nur nochmal betonen, aus dieser Ambivalenz, aus diesem Dilemma kommt man nicht raus. Ja, wie? Also ich glaube, man kommt schon daraus, wenn man, das hätte ich mir jetzt aufgespart für Perspektiven, vielleicht berücksichtigt, dass es auch sowas wie Selbstbeschränkung gibt, dass die Tafeln als eine Notlösung einen Platz haben können in der Gesellschaft, aber nicht als eine Dauerlösung. Diese Fragen nach Logistik, nach Ethik, nach Kommunikation, Interaktion entstehen ja erst in einem Riesensystem. Die entstehen nicht dort, wo spontan Nothilfe geleistet wird. Da geht das zwischenmenschlich ganz einfach. Das nur als Anmerkung, Dankeschön, weil die Runden kann man nicht so klar trennen. Man muss auch die Perspektive immer mit. Also jetzt Abschluss steht man von Ihnen ja. Und dann machen wir eine Pause und dann geht es weiter. Und von Anne-Sek, Entschuldigung. Wollten Sie zuerst? Ja, also meine Wut ist so groß, dass mir, ich kenne diese ganzen Alternativen, Mindestlohn, Regelsatzerhöhung, Umverteilung und so weiter, dass mir einfach diese Verteilungsebene selbst nicht reicht, irgendwie, also persönlich. Also für mich ist auch die Systemebene wichtig, also die Überproduktion läuft so weiter, die Wachstumslogik und so weiter, es müsste eine andere Produktionsweise geben, anderes Arbeiten, eine Vergesellschaftung, die Eigentumsfrage müsste gestellt werden, die Menschen müssten sich selbst organisieren und woher nehme ich das, also auch die Kraft für meine politische Arbeit, ich bin in der DDR sozialisiert und habe erlebt, wie ein Staat zusammengekracht ist. Und was mich da auch, also was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist diese enorme soziale Spaltung der Gesellschaft. Also es empört mich immer wieder. Und dass das in dieser Gesellschaft irgendwie als normal definiert wird, das kann ich einfach nicht begreifen. Und auch was dieser Staat oder Kapitalismus auch erreicht hat, diese Spaltung in Leistungsträger und Kostenträger, diese Diffamierung und
Angsterzeugung, also Angst vorm sozialen Abstieg. Wir sind sozusagen das Drohpotenzial. Auch das, auch dagegen muss man was tun. Danke, Annelie. Schlussstatement von Ihnen? Ja, gerne. Ich will mal darauf hinweisen, die Frau vom Deutschen Frauenrat hatte eben gesagt, wir haben den Sozialstaat nicht mehr. Da würde ich zustimmen, vor allen Dingen nicht so, wie er im Grundgesetz mal stand und wie wir ihn früher hatten. Aber darauf will ich an der Stelle mal aufmerksam machen. Es gibt derzeit eine Bewegung, die sich jetzt als Partei gegründet hat, die gegen Erwerbslose, die gegen Arme, die gegen Rentnerinnen und Rentner und Beschäftigte agiert. Das ist diese Alternative für Deutschland, wie sie sich selber nennen. Da hat jemand vorgeschlagen, dass nur noch diejenigen, die netto Steuerzahlen, überhaupt Wahlrecht haben sollen. Was ich damit sagen will, das ist nur ein Beispiel von ganz vielen, was ich damit sagen will, es gibt Menschen in diesem Land, denen geht der Sozialraub und der Sozialabbau, den wir bisher haben, noch nicht weit genug. Und deswegen müssen wir uns vernetzen, deswegen müssen wir gemeinsam, und damit meine ich Politik und Parlamente, das heißt auch richtig wählen, damit meine ich Initiativen, Verbände, Vereine, damit meine ich aber auch den Widerstand auf der Straße. Wir müssen gemeinsam sichtbar sein damit, was wir machen und was wir machen wollen. Deswegen bin ich auch Frau Sieg sehr dankbar für das letzte Statement. Und die EU-Strategie 2020, also da muss ich Sie jetzt noch richtig frustrieren. Wenn wir das durchsetzen würden, was diese EU-Strategie 2020 in Sachen Armutsbekämpfung versprochen hat und vorhat, dann wären wir schon weit. Wir haben ein ganz anderes Problem. Auf europäischer Ebene ist Deutschland Täterin und nicht Opfer. Weil nämlich auf EU-Ebene von Deutschland versucht wird zu verhindern, Ziele festzulegen, inwiefern Armut quantitativ zurückgedrängt wird. Und jetzt kommen die beiden letzten Punkte und weswegen es auch weiterhin, solange das so ist und sich nicht ändern, wohl Tafel geben wird. Leider, es wird behauptet, steht in dem neuen Armuts- und Reichtumsbericht drin, die Grundsicherung im Alter verhindert Armut. Die beträgt im Durchschnitt in Deutschland 707 Euro. Die CDU hat heute im Bundestag gesagt, wir sollten nicht so viel über die nicht wirklich Armen reden, sondern nur über die echt Armen. Da hat dann ein ehemaliger Offizier der Heilsarmee erzählt, was er für echt arm hält. Wenn er diese Rede hier gehalten hätte, weiß ich nicht, ob der hier noch heil rauskäme. Also das ist das Problem. Es wird immer mehr versucht, erstens die Löhne zu drücken, zweitens die Sozialstandards zu drücken und die Armen noch ärmer zu machen. Das ist ein politisches Programm und die jetzige Regierungspartei drückt sich darum, überhaupt mal zu definieren, was sie für Armut hält. Das ist ja offenkundig schon selber peinlich, aber sie macht munter mit und deswegen muss man an der Stelle davon weg. Was wir brauchen, ist nicht Mildtätigkeit, das ist auch nicht, dass Millionäre und Millionärinnen freiwillig spenden. Wir brauchen klar definiert entsprechende Steuern von denjenigen, die richtig viel Geld haben. Es ist eben vorhin gesagt worden. Und deswegen brauchen wir nicht nur eine einmalige Vermögensabgabe, die ist dringend nötig, sondern wir brauchen eine dauerhafte Vermögenssteuer, eine Millionärsteuer, also nicht irgendwelche Mittelschichten, sondern die, die richtig Geld haben mit einem Freibetrag von 1 Million und darüber muss bezahlt werden. Und große Erbschaften in den nächsten Jahren werden Riesenerbschaften kommen. Die müssen auch groß besteuert werden. Und wenn man mit diesen Geldern eine vernünftige Sozialpolitik und eine vernünftige Lohnpolitik und eine vernünftige Beschäftigungspolitik macht, dann werden Menschen nicht mehr in die Situation kommen, dass sie, wie es eben geschildert worden ist, sich so entwürdigen lassen müssen, wie es bei einzelnen Tafeln wohl offenkundig passiert. Ich habe sehr wohl zur Kenntnis genommen, dass das glücklicherweise nicht überall so ist. Und deswegen sage ich, lasst uns alle gemeinsam dafür sorgen, dass die Menschen nicht mehr zur Tafel gehen müssen und dann können wir sie irgendwann auch als überwunden vermelden. Okay, herzlichen Dank für dieses Wort jetzt vor der Pause. Jetzt machen wir, weil sonst gibt es nämlich keine Pause, dann kommen wir vom nächsten zum nächsten. Wir machen jetzt 20 Minuten Pause, rufen Sie dann alle wieder rein und dann kommen noch drei sehr spannende Gäste. Vielen Dank, liebes Herr, und wir freuen uns, wenn Sie gleich wiederkommen.